Wir sind alarmiert worden zu einem Brand 3 in der Frankenstraße im Ortsteil Leinfelden, zu einem Dachstuhlbrand. Beim Anfahren an das Objekt haben wir direkt die Flammen aus dem Dachstuhl gesehen. Glücklicherweise war das Gebäude bereits von den Bewohnern geräumt, sodass wir keine Personen mehr zu befürchten hatten im Gebäude. Wir sind vorgegangen mit einem Angriff zunächst mal über die Drehleiter aus Leinfelden, haben einen Wasserangriff über die Drehleiter sowie über das Dachgeschoss oder über das Treppenhaus gemacht, quasi von der einen Seite. Und dann haben wir noch zusätzlich über eine zweite Drehleiter aus Filderstadt genau das gleiche von der anderen Dachhälfte gemacht, falls der Brand auf die andere Dachhälfte überspringt, was glücklicherweise bis jetzt noch nicht passiert ist. Genau, der starke Wind, der hat natürlich zusätzlich das Feuer angefacht, sodass wir natürlich da mit einer starken Brandausbreitung rechnen mussten, was auch eingetreten ist am Anfang. So wie es derzeit aussieht, hat es in der Zwischendecke gebrannt. Das Haus ist sehr gut gedämmt und so wie es derzeit aussieht, irgendwo letztendlich im Bereich der Dachhaut. Im Gebäude waren mehrere Personen, so um die circa 5, als wir eingetroffen sind. Die waren, wie gesagt, glücklicherweise schon aus dem Gebäude draußen. Wir haben keine Verletzung feststellen können. Natürlich haben wir sie dem DRK Leinfelden-Echterdingen übergeben zur Untersuchung. Wir sind insgesamt die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen und wie gesagt die Drehleiter aus Filderstadt mit 11 Fahrzeugen und 55 Mann derzeit im Einsatz.